Nana. Guten Morgen, Leute. Schaut mal, wie sonnig es draußen ist. Tada! Richtig schönes Wetter. Und, oh, warte, ich muss jetzt mal schauen. Gestern gab es ein bisschen, ja, war es ein bisschen chaotisch, weil Nala ging es nicht so gut. Oder ich habe ja irgendwie, ich habe das Gefühl gehabt, dass sie halt, den ganzen Tag war sie ja nur am Schlafen und irgendwann nachts hat sie dann angefangen zu kotzen. Und deswegen habe ich jetzt gerade überall geschaut, wo sie, ob sie irgendwo noch gekotzt hat, weil sie hat im Katzenzimmer gekotzt, auf ihr Teppich. Katze ist nicht da, aber wird sie dann später bemerken. Nee, ich hab den Teppich schon weggeräumt, hab's schon in die Waschmaschine und also das ist dieser kleine Fellteppich da, dieser weiße leider. Und im Wohnzimmer hat sie gekotzt gehabt. Zum Glück nicht auf dem Teppich. Ich habe es jetzt noch kurz weggeräumt und im Flur. Also, ja, so kleine Stellen. Also, nur so ein bisschen halt. Ich weiß nicht genau, woran das liegen könnte. Kat und ich haben schon gesagt, ob wir nicht zum Arzt gehen sollen. Aber jetzt geht sie halt wieder voll gut. Also, jetzt springt sie wieder rum und so. Und ist, als wäre nichts gewesen. Deswegen, ja. Wir werden jetzt wahrscheinlich erstmal warten. Ich bin so kaputt. Ich habe gerade die Wohnung aufgeräumt und warte auf Kat. Ich warte eigentlich auf meine Cousine, weil meine Cousine wird mich dann in einer Stunde oder so abholen. Weil wir dann zum Anwalt gehen. Yes, yes. Ich nehme mein Handy. So. Ich bin auch wieder zu Hause und Kat hat gerade geklingelt. Ja. Ich weiß jetzt nicht, was ich sagen soll. Ich habe mich jetzt auch schon abgeschminkt, weil ich einfach nur fertig bin mit der Welt. Ich bin fertig, fertig, fertig. Ja. Und später werden wir dann noch Maren abholen. Und Maren kommt so in einer Stunde ungefähr, oder? Nee, wir müssen in einer Stunde losfahren. Dann holen wir sie vom Bahnhof ab und dann wird sie hier verbringen, die nächsten Tage. Und ja, ich habe Hunger. Ich habe den ganzen Tag noch nichts gegessen, außer Frühstück. Mein Magen knurrt. Hallo, wir werden jetzt Maren abholen gehen. Ihre Bahn kommt gleich. Und dann werden wir mit ihr zusammen was essen gehen und was unternehmen. Gehen wir essen? Nee. Ja, weil wissen wir noch nicht. Wahrscheinlich kommen wir auch her und gucken einfach einen Film an. Ja, dann machen wir uns mal auf den Weg. Bin gerade am Bahnhof und hole jetzt Maren ab. Aber ich muss sie abholen, weil ich glaube, sie weiß nicht, wo wir sind. Deswegen suche ich sie mal. Okay, ich komme. Sie hat gerade geschrieben, dass sie in einem Café sitzt und sich gerade was bestellt hat und nicht damit gerechnet hat, dass wir so früh kommen. So. Ich weiß, wo sie sitzt, glaube ich. Mare. Ich komme dich abholen. Gott, ich finde es so gruselig in Bahnhöfen. Alles gut? Ja. Ja. Bei dir? Auch. Hauptsache du schreist. In dem Moment habe ich eine heiße Schokolade. Ja, ist egal. Auf was hast du Bock? Hä? Auf was hast du Bock? Auf alles. Hey, du wirkst zu klein. Willst du dich verarschen? Ich sehe einfach nur so kompakt gerade aus. Das ist egal, wir können
Abi. Also hast du schon gegessen? Nee, gell? Ja, wir können. Ich hatte gerade 30 Minuten lang eine nette Abonnentin die letzte Zeit, in der wir sitzen. Ach so. Ja, süß. Ich habe mich die ganze Zeit unterhalten. Wie lange bist du gefahren? Also, ich muss ja einmal umsteigen. Die erste Fahrt war eine Stunde 20, die zweite eine Stunde 40. Voll kalt geworden, ey. Mega kalt mit deinem Stativ. Zusammen essen. So, jetzt sind wir gerade im Pizza Hut. Alle am Handy. Alle sind nur am Handy. So richtig, Alter, als ob es kein Gespräch geben wird. Übel. Wir essen jetzt halt kurz was. Alter, meine Augen sind angefangen. Wird ihr fertig gemacht? Ja, ja. Wir mobben dich, weil du zu schön bist. Schon gesittert. Sie ist gerade im Pizza Hut und warten jetzt noch auf meine Pizza, die mir Salami-Pizza bestellt. Und ich wollte jetzt gerade mit dir twittern. Ich glaube, hast du das genommen? Cookie. Was hat sie? Cookie? Cookie. Hey, ist das ein Plätzchen? Guck mal, die zweite. Ist das jetzt hier? Nee, das ist mit Cookie. Ja. Ist das? Guck mal, Leute, wie geil. Ja, hier. Ja, dann würde ich mal sagen, guten Appetit, ne? Schon. Danke. Sind Sie noch drin? Ja, schon sie einfach mal. Tschüss. Alles für Sie allein. Leute. Alter. Das sieht richtig geil aus. So, Leute. Wie ihr seht, haben wir alles aufgegessen, fast alles. Also die ganze Pizza. Getrennt. Müssen Sie die beiden Stück einmachen? Ja. Ich habe gerade eine ganze Pizza alleine gegessen. Beziehungsweise halt die zwei Stücke sind noch übrig geblieben. Sie hat das alleine gegessen und die zwei haben nur Dessert gegessen. Also nee, sie hat auch die ganze Zeit meine Salami gegessen. War wohl doch nichts mit unserem Nachtisch, Maren, gell? Können die einen Donut haben? Nee, ich kann auch nicht mehr. Kann man die Donuts auch mitnehmen? Einfach das reinmachen. Okay. Wir gehen jetzt nach Hause. Leute, wir sind wieder zurück. Wir sind wieder zu Hause angekommen. Nicht aus. Doch, und jetzt chillen wir alle hier Salami-Pizza. Okay. Im Wohnzimmer. Da gehen die. Ja, warte. Was? Guck mal, dein Gesicht in der Kamera, das wechselt immer von so. Du hast irgendwie so, du weißt nicht, was du tun sollst. Ich bin voll aus der. Was jetzt? Genau. Ich mach einfach, wenn mir nichts einfällt, mach ich voll auf den Günther einfach. Ja, das ist voll geil, ich lach mich auch heute. Mach mal den Günther nach. Lamia hat's schon gemacht. Warte. Genau. Genau. Scheiße. Warte, was sagst du immer noch? Ja, dann haben wir das analysiert. Keine Ahnung. Dein Günther hat voll den Kölschen gesehen. Ich hab einen Kölschen Günther. Ja, guck, nee, warte. Scheiße, ich kann schon wieder kein Geld. Dann haben wir das auch schon heute analysiert. Dann haben wir das Thema. Ich kann das nicht. Ich meine so, woran Uta... Wenn ich wenigstens Kölsch sprechen könnte. Kölsch, wie geht es? Die Frikadelche vom Bittersingeboot. Sind da die Frikadelche vom Bittersingeboot? Sind da die Frikadellen vom Bitter meiner Bude? Wenn der Pap nass geboren, der Dom in der Tisch vom Mond zu schworen. Weil so Stefan Raab Ding. Weil der ist typisch Kölsch. Ja, und jetzt werden wir ein bisschen quatschen und den Abend genießen. Und du bist jetzt für Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, vier Tage. Hallo! Also, dritte Mitbewohnerin. Ja, ist sie ja eigentlich. Aber das ist irgendwie voll die YouTube-WG jetzt geworden. Das ist voll schön, das wäre so toll, hätten wir so eine riesige Wohnung, jeder hätte sein eigenes Zimmer. Tobi auch. Also ich bin mit Tobi ein Zimmer zusammen, nein, Spaß. Aber so jeder und dann einfach die ganze Zeit. Das wäre voll geil. Voll schön. Oh, meine Kamera muckt. Was muckt? Nee, okay. Du hast vergessen auch zu machen. Das wäre echt voll geil. So, mal ist Maren cool. Hier, mal ist Lamia hier, mal ist irgendwann irgendwie mal. Ich bin auch noch Rosa hier.
voll die offene WG hier. Jeder kann rein und immer raus, oder will. Tisch, der Schlüssel liegt unter der Matratze. Nein, gell, der Matratze. Ey. Okay, und dann werden wir den Abend genießen und ja. Das darf ich vorstellen, das ist unsere russische Putzfrau. Nee, die ist unsere dritte Mitbewohnerin. Die sagt auch schon die ganze Zeit, ja, unsere Wohnung und bei uns zu Hause. Unser Fernseher, ja. Unsere Katzen. Also das ist die russische Putzfrau, die hier noch lebt. Falls ihr sie noch nicht gesehen habt. Ja. Was? Bist du die zweite russische Putzfrau? Mein PC. Nee. Nee. Ich hör mir auf mit Salz. Ich mach mit dir gar nichts mehr, was mit Salz zu tun hat. Maja. Wir suchen wieder alles, was man entsaften kann. Ja. Ihr filmt immer so, ne? Ja. Oft, ja. Warum? Hm? Warum filmt ihr so? Ist nicht so aufwendig. Weißt du, wie ich manchmal rumrenne? Ich wollte auch nicht mehr oder so. Ja, Leute, und jetzt stehe ich hier gerade. Ja. Wurdest du noch nie im Laden? Nee, wir schon. Echt? Die fragen immer. Ist das eine Kamera? Ach, das habt ihr doch aufgenommen. Ja. Haben aber so voll oft schon. Was möchten Sie damit tun? Ah, Kat, rote Beete, wie wär's? Achtung, warte kurz, ich muss das erbiegen. Ach so, Alter, ich dachte gerade irgendwie, ich habe jetzt was falsch gemacht. Achtung! Wir haben eigentlich, also wir haben voll viel Joghurt, wir essen halt voll viel Joghurt morgens. Ja, ich esse auch eigentlich fast immer Joghurt. Geld ist vorbei. So, okay, was ist das? Rote Beete? Ja. In Saft, ich glaube, der schmeckt so geil. Ich habe noch nie rote Beete so gegessen, echt? Aber im Saft habe ich das auch das ist Sexhund. Ja, also so habe ich es auch noch nie gegessen. Aber, hey, aber ist es normal, dass es so weit ist? Ich glaube, ne? Ja, waren die letzten so weit, die du gekauft hast? Nee, das nicht. Also, da, da stimmt was nicht. Egal, ich probiere es einfach mal aus. Anna, das sieht richtig aus wie vom Farmland. Leute, ich glaube, ich werde morgen drin. Ja, die sind aber echt. Primark macht so geile Home-Dekos. Ja, ja. Ich auch. Auf jeden Fall, wir haben jetzt vor lange noch geredet. Es ist jetzt schon fast 3 Uhr morgens. Wir müssen morgen. Es ist 3 Uhr morgens. Halb vier. Ja. Krass, und wir müssen morgen früh aufstehen. Und das wird ein großer Tag für Maren. Ja, aber was? Das werdet ihr dann morgen sehen. Oh. Also einschalten, Leute! So, wo ist meine Kamera? Ja, auf jeden Fall. Und wir werden jetzt auch schlafen gehen. Wir werden jetzt mal unsere typische Abendroutine machen. Und dann heißt es ab ins Bettchen. Und gute Nacht von uns. Gute Nacht von mir. Gute Nacht von Anna. Da, super, da. Ich schlafe die ganze Zeit diese Mäuse rum.